Und dann gibt es die sogenannte Migrationskrise. Warum sage ich jetzt sogenannte Krise? Nun, ich glaube nicht, dass es eine echte Migrationskrise gibt in Europa im Moment, sondern es ist eine politische Krise, die auf dem Rücken der Migranten ausgetragen wird. So sieht die Wirklichkeit aus. Schauen Sie sich doch die Zahlen an. Schauen Sie sich die Zahlen an, bevor Sie Angst verbreiten in der Bevölkerung und in der öffentlichen Meinung. Über 1 Million Überquerungen gab es 2015 im Mittelmeer. Das ist gefallen auf 360.000. Dann 2016, 2017, 217.000 und jetzt in den ersten 6 Monaten des Jahres 45.000 Überquerung des Mittelmeers. 0,07% der gesamten Migrationsströme sind das, die es weltweit gibt. 68 Millionen insgesamt. Wovon sprechen wir eigentlich? Meiner Meinung nach sprechen wir hier nicht von einem Hereinströmen ganz plötzlich von Menschen, die über das Mittelmeer kommen, sondern wir sprechen von einer politischen, opportunistischen Entscheidung von einem Innenminister in Italien, von Herrn Salvini, der dieses Problem geschaffen hat, das wir jetzt haben, das wir jetzt regeln müssen. So sieht es aus. Herr Salvini hat eine ganz schlichte Meinung. Er sagt, nicht in Italien, schicken Sie die nach Deutschland, schicken Sie die nach Österreich, schicken Sie die nach Ungarn. So sieht es Herr Salvini. Und Herr Orban, der ja ein Freund ist von Salvini, sagt, nein, nein, nicht nach Ungarn. Wir tun die nach Italien. Oder wir schicken sie weiter nach Deutschland. Oder warum bringen wir sie nicht in Österreich unter? Und Ihr Freund Herr Seehofer hat dann wieder eine andere Meinung. Der sagt, nein, nein, in Deutschland geht das nicht. Wir schicken die zurück nach Italien. Oder vielleicht auch nach Ungarn. Oder vielleicht schicken wir sie auch in Irland, nach Österreich. Und Sie sagen, Sie haben es ja schon gesagt, Sie möchten die nicht in Österreich. Sie möchten, dass sie in Italien verbleiben oder in Deutschland. Oder sie schicken die nach Ungarn. Sie sehen doch, wo das Problem liegt, Herr Bundeskanzler. Das Problem in Europa ist, dass der einzige Konsens, den der Rat und die Premierminister und Sie und Ihre Freunde erzielen können heute, bedeutet, dass das nicht im eigenen Hinterhof stattfinden darf, also nicht bei mir. Das ist Ihr einziger Konsens. Das ist der gemeinsame Nenner. Das ist der Skandal Europas. Sprechen Sie nicht von Migranten. Wir sprechen hier von einer politischen Krise. Der wird ausgetragen auf dem Rücken der Migranten. Und ich verlange jetzt von Ihnen nicht streng zu sein bei illegaler Migration. Da müssen Sie streng sein. Aber ein Asylbewerber aus Syrien, der in die EU kommt, ist er denn wirklich illegal? Was ich von Ihnen verlange, ist, dass Sie die europäische Karte hier ausspielen, als so wie Österreich das immer gemacht hat. Die europäische Karte ist ein echter europäischer Grenzschutz, Küstenwache. Also unterstützen Sie die Vorschläge der Kommission vor Ende des Jahres noch im Rat. Zweitens, machen Sie ein Abkommen zu Dublin. Das Parlament hat eine Position, der Rat hat keine Position im Moment. Drittens, schaffen Sie europäische Aufnahmeeinrichtungen, wo die Menschen Asyl beantragen können. Innerhalb Europas oder außerhalb Europas, wo das liegt, ist mir nicht so wichtig. Wichtig ist, dass Sie nicht in die Hände der Schmuggler und der Kriminellen, der Banden fallen. Und zum Schluss, Herr Präsident, ja, denen gefällt das nicht, was ich jetzt sagen möchte. Also schließlich ein legales System für wirtschaftliche Einwanderung, die wir ja wirklich brauchen. So, und jetzt komme ich zum Schluss, Herr Bundeskanzler. Sie können auf die Unterstützung des ganzen Parlaments zählen, nicht für schöne Reden gegen die Migration, sondern für europäische Lösungen in Sachen Migration. Vielen Dank.